Was in diesem Video passiert. Doppelschutz. Nehmen wir uns den Compound-Bogen. Jetzt geht's los, Freunde. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt's einen neuen Teil von Wie stabil ist? Und heute habe ich für euch einen Boxsack. Also, wie stabil ist ein Boxsack? Ihr habt euch das gewünscht. Ich habe mir hier einen Boxsack bestellt, aber das ist ein ganzes Set. Und was da drin ist, das schauen wir jetzt erstmal uns an. Wir haben hier einmal, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so eine Art Bandage kann man sich über die Fäuste machen und dann besser zuschlagen, ohne dass man sich die Hände aufreißt. Dann haben wir hier jeweils für links und für rechts einen Boxhandschuh. Aber die sehen jetzt so qualitätsmäßig nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir ein Paket voll mit Schrauben, damit man den Boxsack irgendwo an die Decke schraubt und den dranhängen kann und so weiter und so fort. Dann haben wir den Boxsack an sich, der wiegt 20 Kilogramm. Erstmal auspacken, das gute Stück hier. Hier oben ist auch noch so ein Reißverschluss dran. Ich mach den mal auf, dann können wir reinschauen. Und da drin, das gibt's ja gar nicht. Ist der jetzt ausgestopft mit hier solchem Zeug oder was? Ich dachte, da wäre was anderes drin. Aber jetzt seht ihr auf jeden Fall, was da drin ist. Naja, wir machen das Teil wieder zu. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt auch wieder reibungslos zu. Das sind ja einfach nur so alte Klamotten oder sowas in der Art. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ach, oh ja, der ist echt schwer. Boah. Freunde, wenn ihr noch mehr von dem Format, wie stabil ist das und das, sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn hier auf der Johnny Hunt gibt es die besten Experimente und dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt, was machen wir jetzt mit dem Boxsack? Weiß nicht. Als erstes werfen wir den jetzt etwas durch die Gegend, mal aus dem Fenster und so weiter und so fort. Fangen wir erstmal ganz langsam an. Wie das aussieht, als hätte mich meine Freundin aus dem Haus rausgeschmissen oder so. Schauen wir uns mal den Boxsack an. Oh, der ist aber standhaft geblieben. Es hat ihm nicht so viel ausgemacht. Nicht schlecht. Okay, ich mach mich mal an die Arbeit. Als nächstes schleppen wir den Boxsack jetzt erstmal hoch und dann werfen wir den aus dem Fenster. Man könnte meinen, du hast was gegen Sport. Wer hat noch 1A, ey? Ich weiß gar nicht, was du hast. Bestimmt fragt ihr euch, wieso ich das Ding hier aus dem Fenster geworfen habe. Und ganz ehrlich, das frage ich mich jetzt auch. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach. Das steht schon so lange da oben, das benutzt niemand mehr. Und das hat mich einfach gestört, dass da rumsteht. Und irgendwie war ich so ein bisschen wütend, hat es einfach rausgefeuert. Das war so unerwartet, einfach so, aber... Es hat Spaß gemacht. Und es fährt ja noch. Also wenn ihr es kaufen wollt, eBay Kleinanzeigen, 55 Euro ist ein Schnäppchen, ne? Ich muss aber dazu sagen, das Ding ist nur für die Profis unter euch geeignet. Also das ist Radfahren unter erschwerten Bedingungen, wie man hier sehen kann. Es ist einfach doppelt so schwer wie normal. Aber damit könnt ihr nicht nur Radfahren, sondern ihr könnt es auch durch die Gegend werfen und das ist auch super sportliche Betätigung.
Und vergesst niemals, eure Saskia beim Trainieren mitzunehmen, denn wenn ihr so geschwitzt seid und so weiter und so fort, müsst ihr immer euren Wasserhaushalt im Auge betrachten, beachten oder wie auch immer und ordentlich was trinken. Widmen wir uns jetzt wieder den Ernst der Lage und testen, wie stabil der Boxsack ist. Wir machen jetzt als nächstes weiter mit einem Baseballschlägertest. Erstmal schlage ich ein paar Mal zu und dann Baseballprofi Amy, ja? Ja. Okay, Schatz, let's go! Oh, das wird jetzt ein Home Run. Oh, oh, der steht sogar noch, das gibt's ja gar nicht. Ja. Oh. Okay, hier, du musst mich ablösen. Baseballschlägertest hat der Boxsack ohne Probleme überstanden, aber jetzt nehmen wir uns den Compound-Bogen, schießen da mal drauf und ich denke mal, puh, wenn er das aushält, dann ist er wirklich stabil. Aber ich glaube, das wird er nicht aushalten. So, oh, bin schon ein bisschen eingerostet hier, ne? Oh. Oh, der Pfeil, der ging zwar rein, aber nicht so tief. Ich kann hier auch locker rausziehen, wie es aussieht. Also der Boxsack, der ist schon wirklich sehr, sehr stabil. Jedenfalls ist der auf jeden Fall schusssicher hier. Nicht schlecht. Weiter geht's, Freunde. Erstmal müssen wir den hier wegbewegen. Das war fast ein Boxsackflip. Als nächstes will ich mal versuchen, mit dem Auto da drüber zu fahren. Ob das klappt, ich weiß nicht. Ich habe ja keinen Geländewagen, aber wir probieren es einfach aus. Hab gerade jetzt mal hier so geguckt. Schaut euch das an. Mein Auto ist leider ein bisschen zu tief. Da brauche ich schon Geländewagen oder sowas. Also mit Auto drüber fahren, das wird nichts, Freunde. Naja, wenn der Boxsack nicht unter das Auto will, dann binden wir den einfach ans Auto und ziehen den erstmal schön über die ganze Straße. Was meint ihr? Ich glaube, das wird richtig witzig. Erstmal einladen. Boah, Seil brauchen wir auch noch. Wir machen das jetzt hier einfach so um die Anhängerkupplung. Und die anderen Enden binden wir hier so ganz locker an Boxsack dran. Jetzt geht's los, Freunde. Den Boxsack packen wir jetzt ein, nehmen den wieder mit nach Hause und dann schauen wir mal, was er so für einen Schaden abbekommen hat. Schaut euch das mal an, Freunde. Das ist die Seite, die auf dem Boden lag. Also als erstes haben wir hier diese Boxsackschicht, die eigentlich recht stabil ist. Darunter haben wir dann hier so eine Art Schaumstoff und dann eben das ganze Füllmaterial. Und das Füllmaterial besteht hier aus irgendwelchen Kleidungsreststücken oder sowas. Echt keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wow, also ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass der Boxhandschuh so einen großen Schaden bekommt. Also ich bin einmal ganz kurz 100 km/h gefahren, das war meine Maximalgeschwindigkeit. Aber das Ding, das ist ja komplett zerberstet. Als nächstes nehmen wir uns die Spaltaxt und versuchen den Boxsack mal zu spalten. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. 3, 2, 1, schön ausholen und bam, was ey? Was soll das denn? Twerk, 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 twerk. Ey, das ist das Beste. Guck dir das an. Die Spaltaxt konnte einfach nichts ausrichten. Schaut euch das mal an, Freunde. Einfach nur so ein ganz kleiner Schlitz. Der Boxsack, der ist ganz schön stabil. Aber naja, ihr kennt den Endgegner. Die Spitzhacke, die wird das schon regeln. Erst die Seite, wenn es damit nicht klappt, dann die spitze Seite, die zerstört alles. So, schmeißen wir mal den Motor hier an. Oh, war ganz schön laut, ne? Hinterher! Oh, die geht viel einfacher rein. Ja. Oh. Das war's wohl mit dir endgültig.
Warst aber ganz schön stabil. Das war's mit dem Boxsack. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Aimee, für deine tatkräftige Unterstützung. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß heute. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hand. Peace.